Letzte Call of Duty-Folge, Waffenspiel. Ich habe nicht bis zur Hälfte der Folge durchgehalten. Das Gameplay macht einen ja aggressiv. Props an Pete und Sepp, die wenigstens noch etwas Dynamik hatten. At PeteSmeet könnt ihr mal solche Kommentare lesen und auch darauf eingehen oder liegt Feedback mehr im Trend? Ich ignoriere mal diesen passiv-aggressiven Shit dahinter und sag da mal was. In dem Fall ging es darum, dass die anderen nicht so viel gerannt sind wie Sepp und ich, sondern eher gewartet haben, taktisches Warten oder auch Campen genannt. Und das ist so ein bisschen das Problem von unserer Arbeit, sage ich jetzt mal. Eigentlich ist unser Job, euch zu unterhalten. Es ist natürlich unmöglich, euch alle glücklich zu machen, aber das wird dann immer dann problematisch, wenn ihr einen Spielstil von uns verlangt, der uns dann aber das Spiel kaputt macht. Also wenn ihr jetzt beispielsweise von mir verlangen würdet, Peter, es wäre mehr unterhaltsamer, wenn du kämpfst, dann hätte ich keine Lust mehr auf das Spiel und würde dann das Spiel nicht mehr spielen. Und genauso übertragen könnt ihr das auf all die anderen auch, wenn ihr denen sagt, ey, macht das nicht so, macht das bitte anders, damit ich mehr Spaß habe, könnte es sein, dass die Person dann sagt, dann habe ich aber keine Lust mehr an dem Spiel und dann gibt es einfach gar keine Folgen mehr dazu. Und das ist die ganze Krux an der Geschichte. Deswegen ist es schwierig, Spielstile einen aufzudrücken. Ich weiß, also im Endeffekt ist das